Hallo Leute, ich bin hier gerade an der Splitterküste in Guild Wars 2 und hier findet gleich ein Boss-Event statt. Nicht wundern, es leckt ein bisschen, aber der Drache müsste jeden Moment hier aus dem Meer kommen, ein riesiger Drache, und direkt über meinen Kopf fliegen. Und dann da an der Küste landen, wo schon viele Spieler warten, ihn zu bekämpfen. Und wenn man diesen Drachen besiegt, dann... Da kommt er! Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Da ist er. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Da. Oh. Oh. Oh, oh, Scheiße! Auf in den Kampf! Los, 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 los! Oh, verdammter Mist! Oh, ist der riesig! Jetzt geht's richtig ab. Und natürlich, und das ist bei jedem Spieler so, leckt das hier, denn hier sind 50 Spieler oder so, die hier gegen den Drachen kämpfen. Von daher... ist das natürlich, ja, ziemlich laggy. Aber eigentlich, man merkt, was man sieht alles. Und dieser Drache ist wirklich episch. Schaut ihn euch an. Und die Masse an Spielern, die hier, und der beschwört hier Knochenwände. Denn am Ufer stehen Geschütze und er will sich vor diesen Geschützen, natürlich schützen. Und meine Fresse, ist das hier ein Kampf. Ich natürlich an vorderster Front. Hier gleich mal einen anderen Spieler wiederbeleben. Aber es wird schwierig. Ich verliere ganz schön ein Leben. So, jetzt geht's weiter. Oh, jetzt kommen aber wirklich viele hier. Jetzt leckt das aber wirklich. Meine Güte. Na gut, passt aber. Man sieht ja alles. Jetzt beschwöre ich mal meine Schallverstärkung von der Blutlegion. Die ihn hoffentlich jetzt... Naja, er fliegt jetzt, blöderweise. Da kommt auch noch... Kommen noch Griesen. Als Verstärkung. Verdammt. Naja, und wie schon gesagt, am Ende droppt dieser Drache eine Truhe. Ja. Und, oh, das ist eigentlich immer ganz nettes Zeug drin, muss ich sagen, ja. So. Und jetzt ist hier zeige ich mal kurz die Laser, die hier stehen. Da auch. Sieht man jetzt nicht so gut, aber da. Genau, und die machen richtig viel Schaden. Und da sind auch andere Spieler, die natürlich darauf warten. Naja, mit diesem Turm, mit diesen Geschützen, dem Drachen das Chaos zu machen, während... Das Hauptziel eigentlich der Feldtruppen, also wie ich hier auf dem Feld stehen, ist, diese Wände auch zu zerstören. Natürlich greifen auch viele den Drachen an sich an, aber natürlich ist es auch geschickt, diese Knochenwand zu beschädigen. Also hier sind auch welche, die diese Knochenwand beschädigen. Also es ist wirklich ein Riesen-Event, der aus verschiedenen Etappen besteht. Also es ist nicht nur Raufgekloppere auf den Drachen, was natürlich, was man natürlich auch machen kann, ja. Aber eben auch andere kleinere taktische Elemente. Ja, diese Knochenwände, die gehen im Moment nicht kaputt und dadurch wird eben das Geschütz hier blockiert, ja. Aber ja.
So, der Drache hat jetzt die Hälfte des Lebens fast rum. Da steht irgendjemand oben. Ist wahrscheinlich ein bisschen verbuggt. Das Spiel ist ja erst seit 3 Wochen raus, also das kann ich noch verkraften. Aber jetzt sind hier ganz schön viele gestorben gerade eben. Ich versuche jetzt hier ein bisschen zu resen, weil das ist schwierig. Das ist schwierig, weil ich ständig unter Gifteinfluss bin. Hier. Jetzt werde ich mal hier so einen Meteorregen machen. Mal gucken, macht der Schaden? Ah ja, macht schon Schaden. Okay, so. Jetzt ist er um die Hälfte tot. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, also es leckt schon ganz schön. Aber das ist einfach so, wenn man hier viele Elementarmagier hat, also die, wie ich, so effektlastige Zauber wirken. Und das eben hier, jede einzelne macht ja hier Effekte und so, dann leckt das einfach. Und das liegt nicht unbedingt am Computer, sondern auch an der Serverauslastung. Es ist also vollkommen normal. Und ich denke auch, dass die das fixen werden mit der Zeit. Wichtig finde ich es jetzt nicht unbedingt. Also, man sieht ja, was man macht. Man drückt auf die Knöpfe. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt 1 gegen 1 gegen jemanden ist, sondern der Drache kämpft eigentlich gegen alle so ein bisschen. Hat aber auch gegen die schiere Masse an Leuten keine Zeit. Also da gibt es andere Gruppen-Events, wo nie jemand ist und keiner Lust hat, die zu machen. Und man dann alleine zum Beispiel gegen den Boss ist und das geht nicht. Aber bei den Drachen, die auch nur alle 3 Stunden spawnen, sind eigentlich immer alle da, die hier eben drauf warten, dass der eben spawnt. So, und jetzt ist er gleich tot. Das liebe Stück. Oh, hier sind jetzt ganz schön viele andere Gegner. Willkommen. Und ich beschwere jetzt nochmal mein Char-Trupp. So, er ist jetzt aber gleich tot. Mann, leckt das jetzt hier gerade. So, und er macht hier mit seinem Atem immer Angst, dass man sich zurückzieht. Aber das hilft ihm jetzt auch nichts mehr. Der ist jetzt am Arsch. Dann gibt es eine nette Truhe. Erfrischend. Soweit. Jetzt. Au, 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 au. Das Wasser ist ruhig. Das Land ist unser. Oh. Haben wir ihn besiegt. Und gehen jetzt. Und da stirbt er gerade. Nicht schlecht. So, und jetzt gibt es hier noch eine schöne Truhe. Aber die Items sind jetzt nicht so gut. Aber der Kampf war episch und darum geht es, wie ich finde. Und ja, jetzt könnte man mal versuchen, dahin zu tauchen, wo der gestorben ist. Aber ich glaube, dass die Map da zu Ende ist. Ja, seid auf eine starke Strömung gestoßen und werde zurückgestoßen. Also es geht leider nicht. Man kann da nicht gucken. Aber gut, das war der Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.